So, wir haben ja letztes Mal das Pferd von Linda befreit und jetzt ist hier im Wald Starshine. Sei gegrüßt, Soulrider. Ich bin Starshine. So, wir hören dann mal Starshine auch zu. Na, also. Ich erkenne einen Soulrider, wenn ich einen sehe. Du bist auf jeden Fall einer. Man sieht es dir schon vom Weiten an. Dein Name ist Sabrina. Schön, dir die Hufe zu reichen. Du kennst also auch Alex und Linda? Das passt ja sehr gut. Lisa hast du ja noch nicht kennengelernt. Ja, genau, Lisa ist weg. Wie gesagt, ich bin Starshine und Lisa ist mein Soulrider. Doch jetzt ist sie weg und ich befürchte das Schlimmste. Ich werde dir jetzt erzählen, was uns passiert ist. Sie war lange weg aus Jorvik und war mit ihrer Elöte oder wie auch immer das heißt, auf Tour, um sich von Menschenmassen bejubeln zu lassen. Ich konnte ihre Rückkehr kaum erwarten. Als der Tag endlich gekommen war, ritten wir wie die Wilden über Felder und Berge. Wir waren so froh, einander endlich wieder zu haben. Lisa versprach mir, dass wir nie wieder getrennt sein würden. Sie sagt, dass sie Jorvik nie wieder verlassen würde. Wir ritten in Tag und Nacht hinein und labten uns an unserer Gesellschaft. Meine Erinnerungen reichen nur bis zum Nachmittag. Danach ist alles verschwarzt. Etwas Schreckliches ist während unseres Ausritts geschehen, doch ich weiß nicht was. Ich erinnere mich nur an ein grelles Licht und ein komisches Geräusch. Dann war alles schwarz. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Als ich zu mir kam, war ich orientierungslos. Es war bereits nachts und es regnete und gewitterte. Vielleicht war es der Regen, der mich aufweckte, oder vielleicht auch die Kälte. Das Schlimme war nur, dass Lisa nicht mehr spüren konnte. Ich war verzweifelt und wanderte wirr umher. Kurz vor Sonnenaufgang fand ich endlich den Jorvik-Stall. Ich hoffte, Lisa dort zu treffen, doch nein, sie war nicht da. Seitdem ist sie weg. Ich bin so verzweifelt. Meine Suche nach Lisa geht schon seit Wochen. Ich habe überall gesucht. Zurzeit suche ich unter jedem einzelnen Blatt im Grüntal. Bald ist kein Ort mehr übrig, an dem ich noch nicht gesucht habe. Mein Herz ist voller Sorge. Ah, du hast glaubwürdige Infos erhalten, dass Lisa sich im Grautaugebirge aufhält und unversehrt ist? Interessant, sehr interessant. Ich erinnere mich daran, dass wir auf einer Tour durch den nördlichen Teil des Gebirges waren. Das könnte schon sein. Ich habe dort zwar gesucht, aber finden konnte ich nichts. Vielleicht habe ich nicht gründlich genug gesucht. Willst du mir dabei helfen, nach Lisa zu suchen und den Spuren nachgehen? Ja, wir helfen, Starshine. Ich bin dir so dankbar für deine Hilfe. Ich suche mit meiner ganzen Kraft und kann bald nicht mehr. Wäre Lisa hier in der Nähe, hätte ich schon längst ihre Aura gespürt. Es gibt nur zwei Erklärungen dafür. Entweder ist sie nicht hier oder sie ist weg. Deine Infos geben mir neue Hoffnung. Ich hoffe, dass wir zusammen eine Spur finden können. Ein kleiner Hinweis zu dem, was passiert ist. Dann werden wir den nördlichen Teil des Grautaugebirges mal ordentlich durchsuchen. Ich weiß, dass einige Orte schwer zu finden sind. Lisa und ich sind hier ja wie die Wilden herumgeritten. Treffen wir uns hier in der Gegend, nachdem wir alles durchsucht haben. Ich suche an den Orten, die schwer zu finden sind. Du wirst mich auf deiner Karte sehen. Es wird also nicht schwer werden, mich zu finden. Viel Erfolg, Sabrina, meine Freundin. Lass uns Lisa finden. So, wir sollen jetzt da zu den markierten Punkten und dort suchen. So, dafür gehen wir erstmal hier raus aus dem Wald.
So, da haben wir den ersten Fleck. Und da war nichts Interessantes. Hier ist auch nichts Interessantes. Da ist jetzt Starschein am Suchen. Bis jetzt haben wir noch nichts Interessantes gefunden, das uns weiterhelfen würde. Das sieht doch schon mal ganz heftig aus. Als wären die dagegen geknallt. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Kein natürliches Feuer kann so etwas verursacht haben. Es scheint außerdem ein Wirrwarr an Fußspuren zu geben. Komischer Umriss. Die Fußspuren sind zu verwischt und alt, um etwas aus ihnen lesen zu können. Es ist wohl das Beste, mit Starschein zu sprechen und von diesem seltsamen Ort zu erzählen. So, jetzt müssen wir uns das Pony wieder schnappen. Muss doch Starschein dann jetzt irgendwo sein. Sind wir an ihm vorbei? Na, da steht er. So. Ein rußiger Bergweg, ein Ort, der durch ein künstliches Feuer verbrannt wurde. Alte Fußspuren, sehr interessant. Zeig mir, wo das ist. Auf zu dem merkwürdigen Ort, den du gefunden hast. Und da läuft Starschein. Das sieht halt schon ganz schön heftig aus. Bei Aidens Erleuchtung. Du hast einen sehr wichtigen Hinweis gefunden. Das muss der Ort sein, an dem wir von dem gläsernen hellen Licht geblendet wurden, wo das Unglück begann. Dieser Umriss kommt mir bekannt vor, dir nicht? Guck mal, diese Fußspuren beweisen, dass wir überfallen wurden. Diese Gauner haben sich im Gebüsch versteckt und auf uns gewartet. Du glaubst also, dass es die Nachtreiter für diesen feigen Überfall verantwortlich sind? Nach dem, was ich hier sehe, habe ich die Befürchtung, dass du recht hast. Sie werden teuer dafür bezahlen, sollten sie auch nur ein einziges rotes Haar gekrümmt haben. Werde ich persönlich dafür sorgen, dass sie für alle Ewigkeiten in der dunkelsten Dunkelheit landen. Wir durchsuchen die Gegend nach weiteren Spuren. Wir untersuchen jeden Grashalm, bis wir etwas finden. Ist auf jeden Fall nichts Interessantes. So viel bleibt ja nicht mehr über, ne?
Okay, hier haben wir wieder was gefunden. Ein Riss. Stöcke und Zweige verdecken den pandorischen Riss. Wer hat den Riss versteckt und warum? Erzählte Starstein von dem versteckten pandorischen Riss. Ein versteckter pandorischer Riss? Das hört sich nicht gut an. In der Zwischenzeit habe ich Spuren von brennenden Hufen gefunden. Das waren ohne Zweifel die Nachtreiter. Was kann dieser Riss nun bedeuten? Bring mich zum versteckten Riss. Ich habe ein ungutes Gefühl. Guck mal, dort sind auch Schleifspuren auf der Erde. Sie führen in Richtung zum Riss. Oh Sabrina, bei Aidens Licht. Ich glaube, diese bösen Nachtreiter haben unsere Lisa im Riss versteckt. Sie müssen verbotene schwarze Magie benutzt haben, um Lisa nach Pandoria zu verfrachten. Sie könnte für immer verloren sein, gefangen in einem Wirrwarr von Raum und Zeit. Hallo, Lisa, bist du dort unten? Hörst du mich, Lisa? Ich bin's, Starshine. Hallo, bist du da? Merkst du das nicht auch, Sabrina? Es fühlt sich so an, als wäre Lisa hier und zugleich sehr weit weg. Da ist noch etwas, ein Flüstern, eine Stimme, die versucht, gehört zu werden. Hallo, Lisa? Oh, okay. Hoho. Lisa? Hallo, ich bin es. Ich, Lisa, wer ist da? Lisa, ich bin's, Starshine. Wie können wir dir helfen? Ich lebe, Starshine, mein geliebter Starshine. Ich bin verloren. Es ist Rosa, es ist Pandoria. Ich bin gefangen und jenseits von Raum und Zeit. Lisa, Lisa, wir müssen dich irgendwie retten. Lisa? Schlafen. Witwe wecken. Die schlafende Witwe wecken? Aufwecken. Die schlafende Witwe aufwecken. Das ist das Einzige, was mich retten kann. Ich sehe dich, Starshine. Ich sehe dich. Ich gleite aus der Zeit. Euch bleibt nicht viel Zeit. Unendlich für mich. Ja, Lisa, wir werden die schlafende Witwe wecken. Wer ist das und wie? Aufwecken, aufwecken, weck die Witwe auf und helft mir raus. Du musst hier bleiben, Starshine. Du musst den Riss offen halten, bis die Witwe aufwacht. Bleib hier. Ich lass dich nicht hier. Wir werden diese Witwe wecken. Ich verspreche dir das, Lisa. Beeil dich. Ich sehe nichts mehr. Es ist so rosa. Halte durch, Lisa. Halte durch. Lisa, du bist jetzt weg, aber ich werde hier warten. Halte aus, meine geliebte Lisa. Fürchte dich nicht vor Pandoria. Du weißt, wie du dich wehren kannst. Du kannst das. Ich weiß das. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Wir haben Lisa gefunden, aber vielleicht kann sie nicht gerettet werden. Sabrina, wir müssen ihr helfen. Jetzt, wer auch immer diese schlafende Witwe ist, sie muss aufwachen und uns dabei helfen, Lisa zu retten. Weißt du, wer es ist? Wir haben keine Ahnung, wer diese schlafende Witwe ist. Du glaubst, dass Linda mehr weiß? Frag sie. Ich werde hier bleiben und aufpassen, dass sich der Riss nicht schließt. Und werde weiterhin Kontakt mit Lisa halten, als die schlafende Witwe erwacht. Muss ich hier sein. Schnell. Auf zum Weilgut für Lisa. Beeil dich. Okay. Damit das halt ganz schnell geht, nehmen wir den Transporter. So, zum Pferdesportcenter. Und dann sprechen wir hier mit Linda.
Hallo Sabrina, ich will ausreiten. Kommst du mit? Nein, du siehst gestresst aus. Was ist los? Du hast zusammen mit Starshine Lisa gefunden? Was für tolle Neuigkeiten. Die schlechte Nachricht ist, dass Lisa aus Pandoria gerettet werden muss und dass das nur geht, indem die schlafende Witwe geweckt wird. Ah, die schlafende Witwe, damit ist eine Person gemeint, die diesen Namen trägt. Zumindest verstehe ich das so. Nein, ich weiß nicht, wer das sein könnte. Ich werde in die Bibliothek durchsuchen lassen. Du kannst in der Zwischenzeit die Baroness fragen. Du findest mich dann in der Bibliothek. Ich muss jedoch erst Meteor parken. So, dann sprechen wir mal mit der Baroness. Guten Tag, Sabrina. So ein herrlicher Tag auf dem Weingut, oder? Ob ich etwas über die schlafende Witwe weiß? Nein, ich kenne zwar einige Witwen, das ist in meinem Alter normal, aber keine von ihnen zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders viel schläft. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Dann bleibt zu hoffen, dass Linda etwas in der Bibliothek findet. Vielleicht hat sie ja bereits etwas gefunden. So, wir lassen dafür Pirate hier draußen stehen und ab schnell in die Bibliothek, weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Die Baroness wusste nichts? Okay, dann müssen wir uns wohl auf die Bücher berufen. Dann schauen wir doch mal. Dieses Buch muss ich lesen. Und dieses und dieses und dieses auch. Ob der Beobachtungsmeister uns helfen kann? Nein, das glaube ich nicht. Er weiß zwar viele, aber nicht alles. Ich glaube, er übertreibt oft, um sich ein besseres Image zu verschaffen. Und dieses Buch und dieses. Warum besuchst du nicht schon mal den Beobachtungsmeister, während ich diese Bücher durchforste? Du könntest ihn fragen, ob er etwas über die schlafende Witwe weiß. Ich glaube zwar nicht, dass er etwas weiß, aber fragen schadet ja bekanntlich nie. Benutze den Pferdetransporter, damit geht es schneller. Also, wir müssen uns ja auch auf jeden Fall auch beeilen. Sonst ist nämlich die Lisa ja da bald weg. Auf zum Beobachtungsmeister. Dann macht's noch mal miep miep. So, mal gucken, ob unser Beobachtungsmeister was weiß. Ich habe dich schon erwartet. Ich weiß zwar, warum du hier bist, aber warum verhalten wir uns nicht wie normale Leute und du erzählst es mir noch einmal. Die schlafende Witwe ist ein Lebewesen, das seinen Ehemann verloren hat. Es ist eine Frau, möglicherweise verwitwet, und lass mal sehen, sie schläft. Sie ist eher unbekannt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie schläft. Mehr kann ich nicht dazu sagen, leider. Reicht das? Nein? Tut mir leid, Sabrina. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass deine Freundin Lisa die Antwort in ihren Büchern finden wird. Früher oder später. Also erstens ist Lisa in dem Riss gefangen. Die kann die Antwort nicht in den Büchern finden. Das wird dann wohl Linda sein. Da hat mal wieder Star Stables einen ordentlichen Fehler hier reingebaut. Und weißt du was? Das richtige Buch ist immer das letzte, das man liest. Wir sehen uns später, Sabrina. So, wieder zurück zum Pferdesportcenter, damit wir mit Linda sprechen können. Weil Lisa ist ja im Riss. Und Alex steht ja in Silverglade. So, daher ist Linda. Ich dachte mir schon, dass er nichts über die schlafende Witwe weiß. Aber jetzt können wir uns wenigstens sicher sein, dass er nichts weiß. Sonst weiß er ziemlich viel. Er hat ein Netzwerk von Spionen, die überall sind. Er ist ein guter Kontakt. So. Und bei Linda geht es erst morgen weiter. Sehen wir ja halt hier an der Uhr. Und wir machen dann hier erstmal den Schnitt.
Und dann sehen wir uns morgen wieder weiter, wenn wir Lisa retten.